in Wacken 5 Minuten aufgepasst hat, wird sicherlich schon mal Subway to Sally hier erlebt haben. Ich stelle mir jetzt Sänger Erik Fisch. Erik, kannst du dich erinnern, wie oft ihr hier schon gespielt habt? Witzigerweise haben wir das gerade eben als Thema gehabt am runden Tisch. Ich bin schon ein paar Tage hier und meine Kollegen sind gerade erst gekommen. Und wir haben überlegt, wie lange sind wir schon hier, wie oft? 8-mal mindestens haben wir festgestellt und möglicherweise sogar 10-mal, was eine gute Quote ist bei 20-mal Wacken. Das heißt, ihr wart schon in der Frühphase dabei. Kannst du dich an das explizit erste Mal noch erinnern? Wann das? Eben nicht. Das zweite Mal kann ich mich gut erinnern. Da ist irgendwas Besonderes vorgefallen. Das erste Mal nicht, aber mein Backliner hat mir gesagt, dass das noch zu Zeiten war, also 95 oder 96, als die Bühne noch hier unten stand, die große Bühne. Also hier in der Talsenke. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Aber wir haben alle Phasen auch durchgemacht, die eine Band durchmacht, die auf Wacken quasi wächst. Also wir haben im kleinsten Zelt gespielt, dann Red Stage, als es sie dann gab, und dann Party Stage und immer größer. Irgendwann nachmittags im strahlenden Sonnenschein auf der Mainstage. Ja, und jetzt spielen wir seit 3 Malen, seit 4 Jahren, den letzten Slot auf der True Metal Stage, was ich als große Ehre betrachte. Ja, vom Client zum Headliner ist natürlich ein ganz schön... Headliner wollen wir mal nicht sagen. Ja, also, zumindest als eine der Hauptbands. Als man könnte ja sagen, die letzte Band, die spielt, ist Headliner, aber das ist natürlich ein bisschen vermessen. Als wir das erste Mal diesen Slot gespielt haben, das letzte Konzert zu geben, Sonnabendnacht, hatte ich schon Schiss, also ob das funktionieren wird. Nach dem eigenen Headliner, der damals durch Moderheit war, dachte ich, wer kann da nach 3 oder mehr Tagen noch Interesse haben, um 2 Uhr nachts zu uns zu kommen? Und da wurde ich also wirklich eines Besseren belehrt. Denn schon damals, also vor 4 oder 5 Jahren, war das erste Mal, ging da so die Post ab. Das war fantastisch und das geht auch nur auf Wacken. Das geht einfach nur auf Wacken. Vielleicht geht es auch nur mit Subway, weil wir halt in dem Moment, an dem wir da spielen, genau das Richtige sind. Also mal nicht den Knüppel und nur auf dem Kopf, sondern Musik mit sinnvollen deutschen Texten, wo jeder Refrain mitgesungen werden kann und das auch getan wird.